So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim mit eurem Allison Burger. Ja, wir befinden uns inzwischen hier unten. Bin ich die paar Schritte gelaufen, bevor ich aufgenommen habe. Keine große Sache. So, wir gucken mal unsere jetzige Quest an. Triff Legat Rike vor Corvagnung. Wo ist das? Gucken wir mal. Da. Oh, da müssen wir mal ein ganzes Stück schon laufen. Ja, von wo fangen wir da an? Wir nehmen mal das hier. Reisen. Machen wir mal Schnellreise hin. Und dann müssen wir diese paar Meter jetzt leider noch laufen. Na gut. Na gut. Aber das schaffen wir. Jawohl. Ja, alles kein Problem. Easy going, sage ich da mal. Machen wir doch mit links. Yeah. Baboom. Und dann sind wir schon da und ehe der sich versießt, haben wir schon und diese komische Zackenkrone, die wir da, keine Ahnung, holen sollen. Ich weiß auch nicht, wofür die gut sein soll. Naja, wir werden sicherlich noch mehr von erfahren. Oder wir können die selber tragen, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht bringt sie uns ja irgendetwas. Vielleicht symbolisiert sie ja unsere Herrschaft. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, die Ladebildschirme sind hier mit Fraps, also Fraps verlangsamt die Ladebildschirme extrem, habe ich letztens wieder mal feststellen müssen. Weil das ist Wahnsinn. Ohne Fraps keine 3 Sekunden Ladebildschirm, mit Fraps so ewig lange. Also muss ich mich mal langsam nach einem neuen Aufnahmeprogramm umschauen. Und so geht das doch nicht, da kann man das doch so nicht lassen. So, auf unserem Weg können wir gleich noch einen weiteren Wegpunkt entdecken. Ach, guck mal. Die Truhe. Dietrich Gold, Wolfspelz, danke. So, dem Mammut möchte ich aber nicht zu nahe gehen. Ne, feindlich sind sie mir glücklicherweise noch nicht gesinnt. Dann ist alles in Ordnung. So, auf geht's. Ein bisschen schneller, Leute. Aber ich glaube, wir haben es das fast entdeckt. Ja, da ist dieses Tal, das wir suchen. Corvagnung entdeckt. Ja, meine Leute befinden sich da hinten auf dem Hügel. Interessant. Oder unterhalb, je nachdem, wie man es will. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal, wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Wieso kann ich jetzt nicht da runter gucken? Ist aber Zwicky. Was ist denn jetzt kaputt? E. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Ist hier irgendwas kaputt? Hä? Ich kann meine Maus kaum noch bewegen. Oder eine andere Blickrichtung gucken, geht das vielleicht hier mit? Nee, geht auch nicht. Inventar funktioniert noch. Okay. Machen wir es mal folgendermaßen. Wir speichern mal. Und dann laden wir die Stelle nochmal. Na! Komm! Kann das wohl nicht sein, oder?
Was ist denn jetzt kaputt gegangen? So, bewegen kann ich mich jetzt. Seid ihr bereit, Jetzt geht's. Soldat? Jawohl. Bin bereit. Folgt mir. Jetzt geht's los. Hört zu, Soldaten. Diese Sturmmäntel sind aus demselben Grund hier wie wir. Ulfric, der Thronräuber, will diese Krone, aber wir werden nicht zulassen, dass er sie bekommt. Ich weiß, dass einige von euch Bekannte auf der anderen Seite haben, aber denkt daran. Sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und genau das werden wir auch tun. Zeigen wir diesen Rebellen mal, wie echte Soldaten aussehen. Na, von mir aus. Dann kann's ja losgehen. Jemand muss etwas unternehmen. Ja. Ups. Ich bin hier auf eurer Seite. Alter, die sind drei auf mich, das finde ich aber unfair. Oh, danke, Kollegen. Habt ihr mir gerade den Arsch gerettet. So, was habt ihr hier alles schön mitgebracht? Was ihr jetzt nicht mehr benötigt. Nichts? Doch, 12 Stahlpfeile. Und du? Hast ein bisschen Gold mitgebracht. Das ist aber nett von dir. Auch 10 Stahlpfeile. Und du hast auch welche, das sehe ich von hier schon. Aber ansonsten war's das. Und du? Du hast Wein dabei. Ja, natürlich. Ein guter Soldat hat bei euch Wein dabei. So gehört sich das. Und du bist ein Bandit. Da unten liegt noch einer. Dann gibt es hier ein Banditenlager. Noch ein Bandit? Was hast du dabei? Gekochtes Rindfleisch. Ah ja. Und Dietrich. Gut gemacht. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber unterschätzt die Sturmmäntel nicht. Viele von ihnen sind Veteranen der Armee. Sie sind zwar Verräter, aber sie wissen, wie man kämpft. Dieses Mal konnten wir sie überraschen, aber das wird nicht immer so sein. Gehen wir weiter. Was, und ihr beide haltet jetzt hier Wache? Nee, kommt mit, würde ich sagen. Kommt damit. Boah, das ist das erste Mal, dass wir auf richtig Nahkampf setzen mit schwerer Rüstung und allem drum und dran. Muss sagen, es ist schon eine kleine Herausforderung für mich, denn ich mach das ja eigentlich nie. Nie. Also es ist schon, ja, muss man sich dran gewöhnen. Oh, sorry, Kollegen, ich muss aber mal gerade hier, ne? Kaiserlicher Helm? Ja, habe ich schon. Was soll ich mit dem kaiserlichen Helm? Ach, guck mal. Da habt ihr mir aber nichts mehr übrig gelassen hier. Doch, da oben. Alle bereit? Wir greifen auf mein Zeichen an. Zeigen wir denen mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Für das Kaiserreich! Ich renne mal wieder wie so ein dappes Vor und krieg am ersten dann auf die Fresse. Da ist nochmal eine Menge Leute. So, du kriegst noch was auf die Fresse. Und du. Und du. Boah, ging jetzt aber schnell. So, mal gucken, was hat man dabei? Du hast nichts dabei.
Du hast auch nichts dabei. Oder das waren gerade dieselben Leute, ist mir egal. Auch nichts dabei. Seid ihr arme so... Alter, die sind ja alle richtig arme Sau. Finde ich ja frech. Die hat Nord mit dabei. Wieso habt ihr denn zwei Helme... drei Helme dabei? Oh. Kommen mit mir. Jawohl, Ma'am. Wie Sie wünschen, Ma'am. Was ist mal hier? Das könnte unser Rückweg sein. Tür von der anderen Seite verriegelt. Die alten Skyrim Dungeon. Ja, dann werden wir da zurückkommen. Hat aber was auf die Fresse bekommen, mein lieber Scholli. So. Habt ihr denn wenigstens was dabei, was uns im entferntesten weiterhelfen kann? Gold. Nee, auch nicht. Und du? Ah ja. Mit zwei Goldstücken bist du trotzdem eine arme Sau. So, wo sind meine Truppen hin? Da vorne. Was haben wir hier noch? Gut. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10 zu 1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber Legat, es gibt keinen anderen Weg. Ziehen wir mal keine voreiligen Schlüsse, Soldat. Die Armee findet immer eine Lösung. Ich würde mich lieber einen Moment lang umsehen, als blind in einen Hinterhalt zu laufen. Versucht einen anderen Weg dadurch zu finden, Hilfssoldat. Wir stürmen, sobald wir Kampfgeräusche hören. Vielleicht gibt es im oberen Stockwerk eine Möglichkeit durchzukommen. Schnell. Ja, da hinten. Ich guck nur gerade schon, wie wir da hochkommen. Nee, hier geht's nicht hoch, ne? Naja, schade. Was ist hier mit? Mit diesen komischen, kaputten Sachen hier? Da hinten haben wir auch noch etwas. Ach, man kann hier hinten lang gehen, ne? Seit Wiki. Sieh mal einer an. Warte mal, hier schönes. Vielleicht gibt es im oberen Stockwerk eine Möglichkeit durchzukommen. Schnell. Ja, die gibt es. Muss ich jetzt Bescheid sagen, oder was? Da sind eine Menge Sturmmäntel. Bleibt in der Nähe und befolgt meine Befehle, damit wir hier nicht alles auf einmal aufschauen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe den Weg gefunden. Muss ich dir irgendwie Bescheid sagen oder sowas in der Art? Ich habe keine Ahnung. Bin ich Jesus. So, hier ist nix. Muss an der Wand gucken, ob hier vielleicht irgendwo Schalter sind. Damit die kapieren, dass sie mir folgen sollen. Vielleicht gibt es im oberen Stockwerk eine Möglichkeit durchzukommen. Schnell. Ach, da sind sie ja. Oh, wie schön. Ich komme. Wo war da das? Was war das denn? Hat mir ein Bogenschütze einer reingedrückt. So, jetzt fickt euch. Dammit! Kaputt gemacht! Deine Drecksau. So, die Jungs leben auch noch alle. Alter, die sind ja richtig stark! Da warten sicher noch mehr auf uns. Ja, ach was, wirklich? Aber Moment, ich hätte ja hinten noch was gesehen. Das müssen wir ja mal gerade fort. Alter, geht ja gar nicht. Leer. Ich wollte mich aber verscheißen, oder?
Ach, aber leichte Rüstung verbessert auf 52. Das ist doch schön. Aber mehr gibt's hier nicht. Du hast auch nicht mehr. Finde ich aber frech. Finde ich aber nicht so toll. Ach, ihr seid schon weitergegangen, ohne auf mich zu warten. Ah, Sekunde. So. Oh, ihr habt ja auch schon klar Schiff gemacht. Was noch alles im ganz Himmelsrand ist das denn? Hat das hier den Sturmmantel da drüben getötet? Das kann nicht sein. Es sieht aus, als wäre es schon seit Jahrhunderten tot. Ruhe bewahren. Die Armee hat schon Schlimmeres erledigt als ein paar verstaubte, wandelnde Knochen. Wir gehen nicht, bevor wir haben, weswegen wir gekommen sind. Jetzt weiter. Oh, Junge, Junge. Aber wir haben hier noch etwas, Leute. Warum haut er denn schon wieder alle ab? Ach so, wir sind hierher gekommen. Oh. Sorry. Sorry. Oh, nicht so schnell. Habt ihr es denn so eilig? Ich wette, wir kriegen es hier gleich einen voll auf die Fresse. Ich kenne unser Kämpferglück doch. Da sind schon wieder Tote. Wow, spreizt Beine. Guck dich das mal an. Was? Ach, Perversling. Boah, aber die haben so eilig. Bäm, von hinten aufgespießt. Oho. Na, da habe ich doch das richtige Material für da. Ich hab da doch etwas. Nennt sich Wirbelwind-Sprint. Bäm! Durchgekommen, ohne Schaden zu bekommen. Yeah. Ein Ebenherzschwert. Gold. Seelenstein. Ah, kann er behalten. Ein Ausdauertrank. Ich muss mal gerade gucken, was hat denn unser Schwert jetzt hier? Das hat 11. Das hat 17. Ich bin doch echt doof. Dann nehme ich jetzt eben mehr das Schwert mit. Ach, guck mal, der Kollege hat auch versucht, hier durchzukommen. Hat er wohl Pech gehabt, hä? Ist nichts draus geworden. Die warten davor schon alle. Und ich kann auch schon sehen, was dahinter ist. Ja, dann... Ja, wenn ich schon sehen kann, was dahinter ist, dann... Ich muss mal gerade gucken, was lege ich denn jetzt für einen Zauber auf? Ein Schrei wäre ganz... Also ein Schreier ist natürlich, ne? Dürne wir beschwören... Das war ganz schön, aber ne. Eis? Nö. Dass sich einem in den Weg stellt, ne? Feuer... Feuer atmen ist ein bisschen doof. Denn... Ja. Dann verbrenne ich ja meine eigenen Kollegen. Das wäre ja auch nicht so geil. Was ist das hier? Aha. Entzieht deinem hilflosen Gegner magische und sterbliche Energien. Die nehme ich mal. Achso, ja. Entdecken, natürlich. Natürlich. Seele benutzen. Was? Muss ich zwei Seelen für benutzen? Ihr habt doch einen Arsch offen. So. Die soll jetzt aber funktionieren. So, hier habe ich alles. Ich will aber noch nicht da runtergehen. Die Folge hat jetzt noch 20 Sekunden. So viel könnt ihr schon mal verraten. Gucken wir nochmal, was hast du noch dabei? Es ist ja immer noch zwei Goldstücke gefunden. Das ist immer 3591 Gold. Yeah, das ist zwar sau wenig, aber immerhin etwas. So,
Das können wir ja wie Silvester machen, die Zeit runterzählen. Aber das machen wir nicht. Da rappelt der Wecker. Ja, und was sagte Ben? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Tschüss.